Traditionell trifft sich der Bundesvorstand der CDU Deutschlands zu Beginn eines neuen Jahres zu seiner Klausurtagung. Es geht darum, die Themen des neuen Jahres zu besprechen. Im Anschluss an dieses zweitägige Treffen wird es die Kieler Erklärung geben mit dem Titel Ideen von morgen, Made in Germany. Die Klausurtagung findet in diesem Jahr in Kiel statt. Schließlich wird hier im Mai ein neuer Ministerpräsident gewählt in Schleswig-Holstein. Und der Spitzenkandidat Jost de Jager bekam prominente Unterstützung hier in Kiel durch die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir haben am Rande der Veranstaltung des Neujahrsempfangs der CDU Schleswig-Holstein ganz exklusiv mit dem Spitzenkandidat Jost de Jager gesprochen. Wir spüren Rückenwind aus Berlin. Wir merken das bei den vielen Veranstaltungen, die wir machen, dass die Statur, die Frau Merkel hat, die Art und Weise, wie sie das Krisenmanagement in Europa betreibt, viel Vertrauen erzeugt. Und das ist Rückenwind für uns. Und deshalb freue ich mich, dass Frau Merkel uns so prominent unterstützt. Deshalb, meine Damen und Herren, wird die Diskussion in den nächsten Monaten, und ich bin des Öfteren gerne dabei, in Schleswig-Holstein jetzt darum gehen, wie Sie diese beiden großen Zukunftsaufgaben meistern. Innovativ sein, in die Zukunft investieren und nicht dauernd von der Substanz leben. Und das ist doch ein ehrenwertes Ziel. Wir gehen in eine Wahl, wo wir gute Aussichten haben, aber wo wir die Wahl schon auch noch gewinnen müssen. Wir setzen auf die eigene Stärke. Wir sagen, dass wir die stärkste Kraft in Schleswig-Holstein werden wollen. Wir wollen so stark werden, dass eine Regierungsbildung ohne uns nicht möglich ist. Und das ist das Ziel, für das wir kämpfen. Deshalb wird die CDU immer eine Partei sein, die Rahmen baut, die Regeln setzt, die Leitplanken baut. Das ist soziale Marktwirtschaft, aber die dann sagt, jetzt setzen wir auf die Ideen, auf die Kreativität, auf die Leidenschaft des einzelnen Menschen. Und deshalb gehören Freiheit und Verantwortung so eng zueinander. Und deshalb werden all die, die immer schon für alle Menschen genau wissen, was für sie gut ist, scheitern. Und deshalb bin ich zutiefst davon überzeugt, dass die Christlich-Demokratische Union die beste Partei für diese Zeiten ist. Dafür werden wir kämpfen, Jost de Jager und ich gemeinsam, die ganze Mannschaft hier in Schleswig-Holstein, damit wir am 6. Mai sagen können, den Erfolgskurs von Schleswig-Holstein, den können wir fortsetzen. Ich lade Sie ein, dabei mitzutun. Ein erfolgreiches und gutes Jahr 2012. Herzlichen Dank.